Endau ist die weltweit erste adaptive Kryptowährung. Schauen wir uns dieses Wunderwerk der Technik einmal an und gucken dann, wo die Vorteile liegen und wo die Nachteile liegen. Die Informationen, die ich euch hier präsentiere, findet ihr auf der Internetseite von Endau, endau.io, und dort gibt es auch ein White Paper. In diesem White Paper ist genau erklärt, was Endau bezwecken will, wohin Endau gehen will, aber das Ganze ist auf Englisch, man muss der englischen Sprache mächtig sein. Laut diesen Informationen ist Endau eine Kryptowährung, und zwar mit dem Ziel einer langen Haltedauer. Neue Endaus werden nur ausgegeben, wenn die entsprechende Nachfrage da ist, und über die Zeit soll Endau im Preis steigen. In Zeiten sehr hoher Abwärtsbewegungen greifen verschiedene Systematiken, sodass Endau grundsätzlich im Preis erstmal stabil bleiben soll. Das heißt also, die Verluste nach unten sollen nach Möglichkeit begrenzt werden. Damit das Ganze läuft, gibt es die sogenannte Axiom Foundation. Diese Foundation, die hält Reserve-Endau, kann also Endau neu herausgeben, wenn das nötig sein sollte. Die verwahren auch das Geld, was durch den Verkauf von neuen Endau-Token reinkommt. Und das ist eine Non-Profit-Organisation. Das heißt also, die gucken nur einfach, wie viele Endau sind in Umlauf. Sollen wir mehr Endau rausgeben? Wir verwahren das Geld. Und wenn es zu Marktverwerfungen kommt, dann kaufen wir gegebenenfalls alte Endau zurück zu einem vorher definierten Floorpreis, also Mindestankaufpreis, und geben das aus diesen bereits generierten Einnahmen wieder heraus. In Zeiten hoher Nachfrage geben sie also zusätzliche Endau heraus, behalten das Geld, die Nettoerlöse als Non-Profit-Organisation, und in Zeiten sinkender Nachfrage oder vielleicht sogar in Zeiten, wo viele Leute Endaus verkaufen wollen, kaufen sie diese Endaus zurück zu einem vorher definierten Floorpreis. Wenn man Endau erworben hat, hat man die Möglichkeit, diese festzuschreiben, diese quasi zu locken. Das Ganze ist dann ein Locked Endau, und diese Festschreibung, indem man über seinen Endau nicht verfügen darf, den kann man sich bezahlen lassen mit 5 bis 15% pro Jahr, je nachdem, wie lange man die Festschreibung einrichtet. Die Bezahlung erfolgt in zusätzlichen Endau, die man dann zugewiesen bekommt, abzüglich gegebenenfalls anfallender Gebühren. Denn die Axiom Foundation, die haben natürlich auch Software zu pflegen, die haben Mitarbeiter, das muss alles ordentlich gemacht werden. Aber wie ich es bereits angesprochen hatte, das Interessanteste an Endau ist diese Preisstabilität, die hervorgerufen werden soll durch bestimmte Mechanismen, die im Hintergrund anfangen zu wirken, sobald ein bestimmtes Maß erreicht ist und zu viele Leute aus Endau aussteigen wollen. Das Ganze nennt sich Stabilization Incentive Burn, kurz SIB oder auf Deutsch brennender Stabilitätsanreiz, ich habe so ungefähr übersetzt. Letzten Endes soll verhindert werden, dass zu viele Leute Endau verkaufen, zu viel Endau letzten Endes an Liquidität vorhanden ist im freien Markt und das natürlich den Preis nach unten beeinflusst. Wenn also zu viele Leute verkaufen und der Marktpreis von Endau 5% unter dem letzten Ausgabepreis sinkt, dann greift dieser SIB. Und der sorgt dafür, dass die Leute, die dann noch Endau verkaufen wollen, eine Gebühr bezahlen müssen. Das beginnt bei 5% und steigert sich hoch bis auf 50%, bis dann letzten Endes der Floorpreis erreicht ist. In dem White Paper zu Endau heißt es dazu wie folgt. The SIB reduces the incentive to sell during down market conditions, because the cost to do so grows higher the more the market declines. Die Übersetzung in Deutsch findet ihr nochmal darunter. Also alles in allem eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache, denn da werden die Leute ja direkt davon abgehalten, Endau zu verkaufen. Denn wenn der Preis sinkt um 5% und ich muss dann anfangen, auch noch 5% Gebühr letzten Endes zu bezahlen, dann habe ich ja im Zweifelsfall nicht 5% Verlust gemacht, sondern 10%, und dann werde ich es mir bestimmt ein paar Mal überlegen, ob ich meine Endau auf den Markt schmeiße und diese 10% Verlust letzten Endes in Kauf nehme. Also eine super Sache eigentlich, um hier die Stabilität zu gewährleisten. Ist doch richtig, oder? Habt ihr gerade genau zugehört, was ich euch erklärt habe, und habt ihr verstanden, was die Quintessenz daraus im eigentlichen Sinne ist? Ich habe euch gerade erklärt, dass der Preis von Endau in bestimmten Marktphasen nicht durch Angebot und Nachfrage reguliert wird, wie das in einem freien, offenen Markt eigentlich sein soll, sondern durch ein Diktat von oben. Bei jedem Produkt, ob das ein Auto ist, ob das ein E-Book ist, ob das ein Grundstück ist, ob das eine Kryptowährung ist, eine Aktie, ein Derivat oder sonst irgendwas, entsteht der Preis immer, im Idealfall immer, durch Angebot und Nachfrage. Wenn viele Leute irgendwas kaufen wollen, dann steigt der Preis. Wenn das nicht so ist, dann wird aktiv in den Markt eingegriffen und dann kann der Preis nicht mehr transparent zustande kommen.
Denn wenn man Endow kauft und man hat Pech und der Markt bricht morgen nach unten ein und man denkt sich, ja, habe ich jetzt vielleicht falsch gekauft, ich will es eigentlich loswerden und nicht nur man alleine denkt das, sondern viele andere vielleicht auch, dann hat man im Zweifelsfall 50% Verlust gemacht, bis man vielleicht irgendwann mal den Floorpreis erreicht, also den zugrunde liegenden garantierten Kaufpreis der Axiom Foundation. Und da ist die Frage, wie berechnet sich denn der Floorpreis? Das blende ich euch hier einmal ein. Das ergibt sich auch aus dem White Paper, wie ich es bereits gesagt habe. Der Floorpreis, der beträgt letzten Endes 50% von dem ganzen Endowment Value, also von dem Geld, was die Axiom Foundation letzten Endes verwaltet, durch die gesamte Anzahl an im Umlauf befindlichen Endow. Am 7.05.2021 betrag das Volumen, das Endowment-Volumen 30 Millionen US-Dollar und es waren ungefähr 5,9 Millionen Endow im Umlauf. Mal 50% macht das einen Preis von 2,50 Dollar pro Endow als absoluten Floorpreis. Also da könnt ihr ziemlich lange verkaufen, bis ihr dort diese 2,50 Dollar erreicht. Daran sieht man, wie tief dieser Floorpreis letzten Endes angesetzt ist und was letzten Endes an Verlust hier eigentlich entstehen kann. In dem White Paper zu Endow heißt es dort, dass dieser Floorpreis nach hinten raus, wenn viele Leute raus wollen, exponentiell nach oben ansteigt. Als Begründung wird gesagt, dass man sich nicht ausshorten lassen möchte, wie das zum Beispiel George Soros, das wird explizit erwähnt, mit der Bank of England mal gemacht hat, als er gegen die englische Zentralbank gewettet hat. Auf den Verfall des britischen Pfunds war es, glaube ich. Das soll hier verhindert werden durch diesen Floorpreis, der klar definiert ist. Und am Ende, je mehr quasi geschortet wird, je mehr Leute rausgehen, dass dieser Floorpreis nach hinten hin exponentiell ansteigt. Ich habe mir ganz konkret die Frage gestellt, warum man so etwas aufzieht, denn ich kenne so etwas tatsächlich nicht, weder bei Derivaten noch bei irgendwelchen Aktien, irgendwas, keine Ahnung. Das habe ich so tatsächlich noch nicht gesehen. Also habe ich mir die Mühe gemacht und das Ganze mal mit einer Excel-Tabelle durchgerechnet. Wenn man das dann durchrechnet und man überlegt sich, wer profitiert denn in allerletzter Instanz von so einem Mechanismus, kommt man zu der Erkenntnis, dass die letzten 3% der Endow-Halter insgesamt ein Fünftel des verbliebenen Vermögens besitzen, was diese Axiom Foundation letzten Endes irgendwo an Geld übrig hat. Beziehungsweise, da habe ich mich jetzt ein bisschen falsch ausgedrückt, die letzten 3% der im Umlauf befindlichen Endow haben einen Gegenstandswert von einem Fünftel des gesamten Value, was dahinter steckt. Die letzten 10% Endow, die im Umlauf sind, haben immerhin noch einen Gegenwert von fast einem Drittel der Value oder des Value, was diese Axiom Foundation letzten Endes verwaltet. Hier sind natürlich die Gebühren, die ja jeder Einzelne, der raus will, letzten Endes noch zu zahlen hat, die sind noch nicht damit drin, das ist mir ganz klar. Aus dem White Paper ging, glaube ich, nicht ganz genau heraus, was mit diesen Gebühren passiert, wohin die genau fließen und in welchem Zusammenhang oder in welchem Verhältnis die letzten Endes dieser Axiom Foundation zugutekommen. Das stand da nicht explizit aufgeschlüsselt, aber die Grundrichtung, der Grundtenor, der ist, glaube ich, jetzt jedem klar. Was auch noch beachtenswert ist, was dort in diesem White Paper steht, ist, dass zurückgekaufte Endow von der Axiom Foundation unwiderruflich gelöscht werden. Die werden unwiderruflich verbrannt, also geburnt quasi. Und da frage ich mich, warum denn eigentlich? Weil man könnte ja eigentlich auch sagen, okay, wenn die Liquiditätslage wieder besser ist, geben wir neue Endows raus. Warum werden die unwiderruflich gelöscht? Könnte es sein, dass man hier nur eine einmalige Aktion plant? Ich frage ja nur mal, das wird ja hoffentlich erlaubt sein, die Frage, warum Endow in letzter Konsequenz dann gelöscht werden, wenn sie aufgekauft werden. Was könnte denn jetzt überhaupt so einen Preisverfall auslösen? Denn rein theoretisch ist das ja alles egal, wenn es nie zu einer Short-Attacke kommt, ist das ja letzten Endes egal, ob rein theoretisch dann irgendwer Gebühren zahlen muss oder nicht. Was könnte also einen solchen Rush auslösen, wo die Leute massenhaft versuchen, Endow abzustoßen? Ich habe es hier in meinen Videos schon mehrfach gesagt und ich möchte es hier nochmal wiederholen. Mittlerweile gibt es über 5000 Kryptowährungen weltweit und nicht alle Kryptowährungen werden die Regulatorien der Notenbanken und der Staaten überleben und in ein paar Jahren hier noch eine Rolle spielen. Wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, wie Dogecoin mittlerweile gekauft wird, obwohl das eine Spaß- und Spielwiesen-Kryptowährung ist,
dann merkt man, dass das hier nichts mit Investieren zu tun hat, sondern mit blanken Zocken und Gier. Man weiß noch nicht, ob Kryptowährungen Währungen werden, ob das ein Tauschmittel wird oder ob das so behandelt wird wie Derivate letzten Endes, also als Finanzprodukte. Man weiß es schlicht und ergreifend nicht. Wenn es nach der US-Regierung geht, was so ein bisschen durchklingt, die lassen sich ja ungern in die Karten gucken, scheint es so, als wenn Kryptowährungen eher in die Richtung Finanzinstrumente gehen und auch diesen Richtlinien und Kriterien dann logischerweise entsprechen müssen, den Regulatorien entsprechen müssen. Wie es in der EU ist, keine Ahnung, vielleicht ähnlich, vielleicht auch ganz anders, man weiß es nicht. Allerdings, sobald die Regulatorien hier durch sind, wird sich jede Kryptowährung an diesen Regulatorien messen lassen müssen. Und ich wage mich einfach mal ganz weit aus dem Fenster und sage, Endau wird das nicht schaffen. Meiner Ansicht nach sind die Nachteile, die hier für den Endkunden resultieren aufgrund des SIB, viel zu nachteilig, als dass irgendeine Behörde sagen würde, ja, das geben wir mal frei, ne? Da hat der Endkunde ja nicht das Nachsehen im Zweifelsfall. Um es mal auf ein anderes Beispiel herunterzubrechen, nehmen wir mal an, Volkswagen bringt eine neue Serie raus an einem Auto. Und irgendwann haben viele Leute dieses Auto und wollen das auf den Gebrauchtmarkt schmeißen und da sagt Volkswagen, nee, das finden wir jetzt aber doof. Wenn ihr die Autos auf den Gebrauchtmarkt werfen möchtet, dann gucken wir genau, wie viele Autos auf dem Gebrauchtmarkt sind. Und wer dann noch zusätzlich sein Auto verkaufen will, der muss erstmal eine Gebühr an VW bezahlen. Und damit unterstützen wir dann die lokalen Händler, die haben ja auch ihr Auskommen und so weiter und so fort. Und diese Gebühr kann sich bis zu 50% des Wertes des Autos bemessen. Und dann könnt ihr ja mal sehen, wie ihr euer Auto loswerdet, ne? Es wäre sofort der absolute Aufstand auf den Straßen und jeder würde sagen, das können die nicht machen. Die haben doch eine absolute Macke, sowas hier einzuführen. Wenn ich mein Auto verkaufen will, dann bitte schön zu einem transparenten, marktüblichen Preis, der sich an Angebot und Nachfrage richtet, so wie es üblich ist. Wer VW jetzt nicht mag, der kann das gerne auch mit Optionsscheinen oder anderen Derivaten machen. Da gibt es auch Rechner im Internet, wo man sich den An- und Verkaufspreis für bestimmte Marktphasen schon vorab ungefähr plus minus ein paar Euro ausrechnen kann, weil auch das transparent sein muss nach Angebot, Nachfrage und den bestimmten Mechanismen letzten Endes in den entsprechenden Marktphasen. Und nur weil das jetzt eine Kryptowährung ist und wir alle mit Kryptowährung nur Geld verdienen können und jeder, der nicht dabei ist und das sofort kauft, ein absoluter Vollhonk ist, soll das jetzt anders sein? Na, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Dann bleibt eigentlich nur noch eins zu klären, nämlich wo kommt Endau eigentlich her? Was sind die Hintermänner und die Hinterfirmen an dieser ganzen Geschichte? Schauen wir uns das Ganze mal an, das ist ein bisschen komplexer. Die Axiom Foundation, die findet ihr auf meinem Bildchen unten rechts. Die ist bereits erwähnt worden. Die übernehmen die Vermögensverwaltung für Endau. Die halten quasi das Geld treuhänderisch als eine Non-Profit-Organisation. Die Axiom Foundation, die sitzt auf der Isle of Man. Wer nicht weiß, was die Isle of Man ist, das ist ein Seegebiet bzw. eine Insel in der Nähe von Großbritannien und Irland. Man kann auf der Internetseite von der Isle of Man in der Registrierung nachschauen und kann sich dort angucken, wie die Axiom Foundation gelistet ist. Wenn es diese Axiom Foundation ist, die ich hier gefunden habe, die heißt dort The Axiom Foundation, hat sie die Nummer 000198M, wurde 2018 gegründet. Ich weiß nicht, ob es jetzt diese eine ist, denn man hält es ja nicht für nötig, diese Axiom Foundation mit der Registereintragung zu erwähnen, explizit weder im White Paper noch auf der Internetseite von endau.io. Wenn man Wikipedia bemüht, dann wird man herausfinden, dass die Isle of Man ein Offshore- und Steuerparadies ist und dass es da schon eine bewegte Geschichte zu gab. Das löst bei mir natürlich immer so ein bisschen Skepsis aus und ein bisschen Zweifel aus, denn eine Non-Profit-Organisation, die kann man nicht nur auf der Isle of Man gründen, sondern die kann man in jedem beliebigen Staat dieser Erde gründen, ob das in Amerika ist oder hier in Europa. Warum gerade Isle of Man? Das frage ich mich hier ganz konkret. Endau wird herausgegeben von der Firma Oniro, beziehungsweise Oniro sitzt hinter der Kryptowährung Endau. Die bringen also das Produkt heraus. Oniro hat seinen Hauptsitz in Boston, USA. Das geht aus der Homepage von Oniro hervor, oniro.io.
Laut Internetseite von Oniro ist man ein führender Anbieter von Blockchain-Lösungen für das dezentrale Internet. Man findet auf der Internetseite viele Behauptungen, was man angeblich bieten kann, aber interessanterweise, außer Endau, keine konkreten Produkte. Es gibt bestimmte Links, bestimmte Stellungnahmen zu diversen Internetseiten, was irgendwann mal welche Bank oder wie auch immer gesagt hat, aber tatsächlich nichts Konkretes. Man sagt dann, dass man glaubt, dass die eigenen Produkte den Entwicklungsländern, den Schwellenhändlern, den Zentralbanken dort helfen kann, eigene Zentralbank-Currencies letzten Endes hervorzubringen. Aber auch hier keine konkrete Nennung, ob man schon Geschäftsverbindungen hat, ob man die aufgebaut hat und ob konkretes Interesse besteht. Denn das, was nützt es, wenn ich sage, ja, ich glaube, mein Produkt kann hier ordentlich was reißen, wenn ich mich gar nicht darum bemühe, letzten Endes diese Leute anzuschreiben und mit denen was zu starten. Es gibt diverse Querverbindungen auf diversen Internetseiten, verschiedene Veröffentlichungen auf unterschiedlichen Seiten letzten Endes, aber die Kommentare, die dort sind, beziehungsweise die Artikel, die dort sind, die sind nach meinen Feststellungen 1:1 von der Internetseite von Oniro kopiert. Dort wird nun nochmal das wiederholt, was auch auf der Internetseite von Oniro zu finden ist. Wenn man also ein führender Anbieter von Blockchain-Lösungen für das dezentrale Internet ist, frage ich mich ganz konkret, wie soll das Ganze denn funktionieren? Haben die eine Produktbeschreibung auf der Internetseite? Nee, haben sie leider nicht. Nur Behauptungen, dass man das ist, was man alles kann, aber eine konkrete Produktbeschreibung sucht man dort vergeblich. Wie es dann auch so üblich ist, für einen führenden Anbieter von Blockchain-Lösungen findet man bei Google Maps letzten Endes unter der angegebenen Adresse in Boston nichts, sondern man findet stattdessen die Eintragung zu Cosimo Ventures. Das ist eine Firma, die hat ihren Sitz in Boston, Dublin und New York, ist also eine irisch-amerikanische Firma und die ist finanziell beteiligt an Oniro und hat dort einiges an Geld investiert. Zu den Geschäftsführern und Beteiligten von Oniro und Cosimo Ventures findet man einige Querverbindungen, auch wenn sie sich ein bisschen rar machen. Aber diese Leute scheint es wirklich zu geben und die scheinen wirklich irgendwann mal irgendwo richtig tatsächlich was gerissen zu haben oder zumindest gearbeitet zu haben. Das scheinen nicht irgendwelche vorgestellten Leute letzten Endes zu sein. Also genug gelangweilt, was ist denn jetzt von Endau abschließend zu halten? Wie kann man das Ganze denn zusammenfassen? Also Endau als Produkt ist sicherlich, zumindest Stand jetzt, sehr, sehr interessant, was so diese ganze Mechanik dahinter betrifft. Aber in letzter Konsequenz finde ich das hier alles trotzdem ein bisschen komisch. Insbesondere die Firmenverflechtung rüber nach Irland zur Isle of Man in New York letzten Endes oder in Boston. Das ist alles irgendwie so ein bisschen, scheint nicht so ganz transparent zu sein. Und auch bei Oniro, wie ich es gerade erklärt habe, findet man nichts Konkretes, was man denn tatsächlich an Produkten anbieten kann oder auch kaufen kann. Nichts Konkretes, mit welcher Geschäftsverbindung man bereits irgendwo dasteht oder was man gemacht hat. Die wesentlichen Impressumsangaben, die sind allerdings vorhanden. Die Personen dahinter, die scheinen auch nicht komplett ausgedacht zu sein. Und wer schon ein paar Videos von mir geschaut hat, der weiß, da sind wir nicht verwöhnt bei solchen Firmen. Also zumindest gibt man sich Mühe, das hier nach außen hin ordentlich aufzubauen. Was mich als Investor insbesondere stören würde, wäre der Aufbau von Endau, denn in letzter Konsequenz verdienen eigentlich nur die überproportional gut, die bis zum bitteren Ende die Endau halten werden und dann in den letzten 5-10% sind, denn die machen richtig Reibach, wie es auch aus dem White Paper von Endau hervorgeht. Meiner bescheidenen Meinung nach ist so eine Konstruktion nur möglich in Märkten, die nicht reguliert sind. Und das genau sind ja Kryptomärkte letzten Endes. Die Regulatorien sind alle noch nicht auf dem Weg. Interessant allemal, langfristig glaube ich aber nicht, dass Endau hier wirklich was reißen kann. Komplett unmöglich ist das selbstverständlich nicht. In die Zukunft kann ja niemand sehen. Aber wenn ich mir mal so angucke, was für Konsequenzen auf den Endverbraucher letzten Endes warten, glaube ich nicht, dass das hier toll aufgenommen wird von den entsprechenden Behörden. Und deswegen, wie immer, seid nicht zu euphorisch, seid auf keinen Fall gierig, geht nicht all in Endau, weil ihr gelesen habt, boah, das ist jetzt das Neue, keine Ahnung was, damit werde ich hier schnell reich. Das ist eher unwahrscheinlich. Im Gegenteil, ihr solltet das Risiko ordentlich portionieren und auch ein striktes Risikomanagement fahren. Vielleicht könnt ihr hier ein bisschen Geld tatsächlich verdienen, vielleicht auch ein bisschen mehr Geld, das kann alles sein. Aber man kann nicht absehen, ob Endau hier in ein paar Jahren noch Bestand haben wird. Und deswegen immer nur das riskieren, was ihr auch tatsächlich bereit seid zu verlieren.